Bonjour à toutes et à tous. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin Claire Gauthier und ich vertrete eine deutsch-französische Forschungsgruppe. Und wie Sie sehen, seit kurzem bin ich auch die Koordinatorin der deutsch-französischen Plattform Energie und Digitales. Ich werde Ihnen heute eine deutsch-französische Initiative für Studierende vorstellen. Eine kleine Gruppe von Studierenden hat teilgenommen an einem Wettbewerb, der nennt sich Utopie Europa. Das ist von der Universität Sorbonne und der Valdrina in Frankfurt. Und ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen auch für die Einladung bedanken, dass Sie uns die Gelegenheit bieten, heute die Ergebnisse unserer Forschung vorzustellen. Zuerst einmal haben wir diese Initiative bei einem Wettbewerb im März vorgestellt. Und das ist das Ergebnis einer Reflexion. Das Ganze wurde auch in einer deutschen Zeitschrift, nämlich in der Zeitschrift für Umweltpolitik und Recht, veröffentlicht. Das gibt es auch in englischer und deutscher Fassung. Sie können selbstverständlich auch weitere Informationen zu dieser Publikation erhalten, indem Sie dann hier auch jeweils auf die, indem Sie zum einen von uns die PowerPoint bekommen können und zum anderen auch auf die Links klicken können. Warum sprechen wir über zweifache Wende? Wir basieren uns auf dem Konzept der Energiewende und also hin zu einer nachhaltigen Entwicklung und dann der großen Digitalwende. Unser Projekt reiht sich ein in ein wissenschaftliches Projekt. Wir haben zum einen die technologischen Veränderungen betrachtet, aber auch die gesellschaftlichen. In einer ersten Phase den technologischen Wandel und danach den gesellschaftlichen Wandel. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Entwicklung der erneuerbaren Energien und auf der anderen Seite die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechniken. In der zweiten Phase nach Auftauchen der technologischen Innovationen kommt dann eine Beschleunigung Branchen sind mehr und mehr miteinander vernetzt, sie hängen untereinander ab und wir sind dann in dieser Phase. Das ist auch der Grund, Sie haben sicherlich schon mal von den intelligenten Stromzählern gehört. Das ist eine Innovation, die natürlich in der Energiebranche verankert ist, aber auch im Digitalen. Die Herausforderung besteht eben darin, dass die Analyse dieser gegenseitigen Abhängigkeiten sehr komplex ist und dass, wenn man dann die Digitalwende sozusagen der Energiewende folgen muss. Das ist sehr schwierig, die Zusammenhänge zwischen beiden Welten zu analysieren. Wir wissen nicht genau, ob die Auswirkungen positiv oder negativ sind. Man geht zum Beispiel davon aus, dass man mithilfe der Digitaltechnik den Energieverbrauch optimieren kann. Aber wir haben dann bei Forschungen festgestellt, dass der Energieverbrauch nicht nachlässt mit der Verwendung von mehr Digitaltechnik, weil die Digitaltechniken natürlich selbst auch sehr viel Energie verbrauchen und dadurch kommt es eben nicht zu dem gewünschten Effekt. Wir wollten darüber hinaus unseren Ansatz auch politisch verankern. Wenn wir über die doppelte Wende sprechen, dann beziehen wir uns unmittelbar auf die Einlassungen der Kommissionspräsidentin, die von einer Twin Transition spricht. Und da gibt es viele, viele europäische Aktivitäten in dem Zusammenhang, die hier aufbauen. Wir sprachen ja über das Niederreißen von Barrieren zwischen den verschiedenen Elfenbeintürmen der Wissenschaft. Und wir tun genau dies. Wir haben Initiativen, wo wir uns natürlich auch an, wo wir auch mehrere Politikbereiche hier gemeinsam miteinander vereinbaren, nämlich zum einen die Entwicklungspolitik. Dann gibt es natürlich immer noch auch die transversalen Politikansätze, beispielsweise Digitalisierung oder Klimawandel. Das
gilt sowohl für die Fortschreibung von Entwicklungsplänen als auch für die Auflegung neuer Entwicklungspläne. Und Sie sehen sehr deutlich, dass es hier eine gegenseitige Abhängigkeit gibt zwischen den beiden Bereichen Technologie und Digitales. Warum wollten wir jetzt eine Wissensplattform entwerfen zu diesem Thema? Ich werde Ihnen ein Beispiel zeigen. Die ENA, die französische Verwaltungshochschule, die DENA, Entschuldigung, hat eine Umfrage gestartet und daraus ergab sich dann, dass 75% aller Energieunternehmen in der Tat die künstliche Intelligenz positiv besetzt haben im Energiebereich, aber dass nur 40% tatsächlich die künstliche Intelligenz auch in ihren Geschäftsfeldern verwenden wollen. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein Informationsdefizit in der Wirtschaft selbst, bei den Unternehmen. Deshalb wollen wir jetzt hier diesen Wissensaspekt sehr stark in den Vordergrund stellen für die doppelte Wende. In der Wissenschaft sagt man immer, Lernen hilft oder befördert die Innovation. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase ist dann die Verallgemeinerung bzw. Demokratisierung von Wissen, womit man dann erreicht, dass die Menschen auch tatsächlich ihre eigenen Beiträge besser verstehen. Und der dritte Punkt ist der der Regierungsführung. Das richtet sich dann an die Politikerinnen und Politiker, die sich natürlich auch anpassen müssen an die verschiedenen Phasen des Wandels. Ich komme nochmal auf unsere Plattform, auf unsere Wissensplattform zurück. Unser Gedanke war im Wesentlichen, dass die Information immer vor der Aktion steht. Und es gibt natürlich viele Unbekannte, aber wir haben auch tatsächlich schon sehr viele Informationen und Innovationen in diesem Themenbereich. Wenn man beispielsweise von der App Too Good To Go spricht, mit der man die Lebensmittelverschwendung eingrenzen und vermeiden kann. Eine andere wäre eine Karte der Nichtregierungsorganisationen mit eine Nichtregierungsorganisation, die tatsächlich aufgrund der Open Data Struktur hier genau nachverfolgt, welche Bevölkerungsgruppen wo beteiligt sind und wo humanitäre und soziale Hilfe, insbesondere auch bei Naturkatastrophen, zum Tragen kommt. Unser Gedanke ist jetzt eine Plattform zu schaffen, wo die Menschen Zugang zu Informationen haben. Erstmal Informationen finden, Inspirationen finden für das eigene Tätigwerden. Und dann natürlich ist das auch eine Plattform für den Austausch. Es geht nicht nur um die Vermittlung von Wissensinhalten, sondern es geht auch um die Möglichkeit, hier miteinander ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren. Deshalb wollen wir ja auch eine Plattform schaffen, deren Inhalt sich auf die Themen des Klimawandels, der Energiewende und der Digitalwende. Also das heißt, die Liste, die Sie hier sehen, ist natürlich nicht abschließend. Wir bieten mehrere verschiedene Lernformate an, beispielsweise die sogenannten MOOCs, diese massiven Open Courses. Und dann haben wir noch die digitalen Technologien für das Risikomanagement. Da treffen natürlich die analoge Welt und die virtuelle Welt direkt aufeinander. Und dann wollen wir natürlich auch ein Forum bieten, sowie eine Bibliothek mit entsprechenden digital verfügbaren Dokumenten und Projekten. Es geht im Wesentlichen um Information. Das heißt, wenn Sie nicht viel Zeit haben, dann können, weil Sie vielleicht wenn Sie ein Zeitproblem haben, Sie hängen zum Beispiel in der Metro fest oder auf der Autobahn, dann können Sie hier direkt auf die Seite gehen und Sie können hier etwas über Blockchains lernen oder über die Inhalte, die sich dann auf unserer Homepage finden werden.
Bei unserem Roundtable-Gespräch haben wir, bei dem Panel-Gespräch vorhin haben wir bei der Podiumsdiskussion wurde auch gesprochen über Inklusion. Das heißt, wir wollen ein breites Publikum ansprechen. Das wird auch noch nicht ausreichend sein, aber wir werden auf jeden Fall Inhalte in mehreren Sprachen anbieten, weil ja längst nicht alle Englisch, Französisch oder Deutsch sprechen. Wir wollen Inhalte anbieten, die tatsächlich auch an jede Altersstufe angepasst sind, aber vor allem auch ein junges Publikum ansprechen, Heranwachsende oder gar Kinder. Dann wollen wir die Lage von Menschen mit besonderen Eigenschaften also auch ins Auge fassen, beispielsweise die Gehörprobleme haben, dass dann hier mit entsprechendem technischer Ausstattung dann die Seite auch zu Informationen dienen kann. Und wir wollen Geschlechtergerechtigkeit in unseren Inhalten. Wir wollen ein spezielles Kapitel aufmachen für die Geschlechtergerechtigkeit auf unserer Wissensplattform. Unser Gedanke ist dann, dass wir hier tatsächlich ganz originelle eigene Inhalte anbieten, aber auch Inhalte von auf Inhalte von Partnerorganisationen verlinken. Bei Organisationen, die tatsächlich, denen es auch darauf ankommt, dass ihre Inhalte weitläufig verfügbar sind. Ich habe ja schon für hier auf die deutsch-französische Plattform zwischen den Energiesektoren gesprochen, dann das Büro für für die Energiewende. Das heißt, Sie sehen schon, es sind Partner und Organisationen, die tatsächlich auch Informationen bereitstellen können, die auch Inhalte bereitstellen können, die von praktischer Bedeutung sind. Und wir wollen allerdings auch für Universitäten dann Online-Kurse anbieten. Während der Pandemie wurden sehr viele digitale Inhalte geschaffen. Und es ist also jetzt schon wichtig, dass man sich darauf konzentriert, in der Bibliothek, die wir anlegen und zur Verfügung stellen. Was die Organisation und Umsetzung anbelangt, was ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, das sind ja die ersten Ideen einer Studierendengruppe in ihren jeweiligen Universitäten. Aber wenn wir jetzt diese Idee tatsächlich umsetzen wollen, dann brauchen wir weitere Partner, wie das ja auch schon hier in der Podiumsdiskussion gesagt wurde. Dann brauchen wir eine Koalition von Akteuren, die dieses Projekt ihrerseits unterstützen wollen. Wenn Sie also daran interessiert sind, diese Initiative zu unterstützen, dann sprechen Sie uns bitte an. Die Koordinatorin an der Viadrina, aber auch mich können Sie nachher noch während unseres Mittagessens ansprechen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.